Ich war erst zweimal während meiner Ausbildung hier und das war im Winter. Das war während meines Studiums. Zum Klima kann ich nichts sagen. Ich kann wirklich nichts dazu sagen. Glück ist, wenn ein Mensch im Leben das erreicht, was er sich vorgenommen hat, das, wozu er Lust hatte. Und wenn er danach Befriedigung empfindet, dann ist das Glück. Wenn einen also das erreichte Ziel froh macht, ja, das, denke ich, ist Glück. Ich bin in meinem Leben oft hinter Idealen hergejagt. Wenn ich sie dann erreicht hatte, haben sie mir nichts mehr bedeutet. Das ist wie bei einem Wettbewerb. Man belegt den ersten Platz und dann bedeutet es einem plötzlich nichts mehr. Glück ist für mich, wenn man eine innere Ruhe, eine Neutralität erreicht hat, selbst nicht mehr abhängig von Dingen ist. Ich wünschte mir, dass alle Menschen gut wären, dass die Menschen moralische vor kommerzielle Werte setzen und das nicht nur in Kalmykien, sondern auf der ganzen Welt, dass sie sich gegenseitig helfen. Ich möchte, dass das, was ich als Mönch in der normalen Welt aufgegeben habe, am Ende funktioniert. Mein Tun soll einen Sinn haben und andere auf die Idee bringen, auch so zu leben. Vor allem würde ich mir den Freund gut anschauen, um seinen Level, also seinen Intellekt, einschätzen zu können. Ich würde ihm raten, dass er versucht, Verständnis zu erlangen. Im Buddhismus teilen sich alle Dinge in zwei Seiten. Einmal Nangshan Nyok, das, was man realisieren muss. Und zweitens Konjunkchok, das, dessen man sich entledigen muss, was unwichtig ist. Ich würde meinem Freund raten, das abzulegen, was er nicht braucht, und das anzunehmen, was ihm wichtig ist. Was ich mit 100 Euro machen würde? Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde was Schönes essen.